Okay. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, überhaupt einen Vortrag halten zu müssen. Irgendjemand hat mich eingeladen, Fabian helfen bei den Kilux-Tagen, und hat gesagt, die brauchen auch noch Vorträge. Und ich kam auf die grandiose Idee, da reiche ich doch einfach mal zwei ein. Mir hätte auch null gereicht, so, weil es so viel Input gibt hier. Genau, ich bin Fabian, ich komme aus dem Umfeld der Toppoint, arbeite beruflich bei Adix, komme aus dem IT-Umfeld, habe zwei IT-Abschlüsse als Ausbildung und ja, habe mir überlegt, ich mache mal einen Vortrag, nicht noch ein Raspberry Pi, weil auf dem Titelbild sieht man das schon, das ist so eine schöne Turm aus Raspberry Pis. Ich habe im familiären Umfeld eine Person, die macht gerne was mit Raspberry Pi, und da gibt es auch andere Softwarelösungen. Aber wie das so ist, manchmal mit etwas älteren Personen als man selbst, denen kann man schwer was abgewöhnen. Also wie man dem Opa das Windows XP schlecht wegnehmen kann, kann man gewissen anderen Leuten auch schlecht einen Raspberry Pi abgewöhnen. Es gibt aber manchmal wirklich Vorteile für, und darum soll dieser Vortrag so ein bisschen gehen. Genau. Mal weiter. Genau. Da habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, wo ich einen Raspberry Pi schon verwendet habe. Ich habe mir mal hier als Stichpunkte aufgeschrieben, wofür man den überhaupt verwenden kann, oder was so Projekte sind, die mir eingefallen sind, wo viele vielleicht schon mal von euch davon gehört haben. Da gibt es zum Beispiel Pi-hole, womit man seine Werbeseiten, die man so immer in seinen Geräten eingeblendet bekommt, einfach mal wegfiltern kann. Dann gibt es Webserver, sowas wie Nextcloud. Dann Home Assistant, das war zum Beispiel auch gerade einer der Einsatzzwecke in diesem Turm, den man gesehen hat. Dann gibt es einen Reverse-Proxy, damit man seine ganzen Dienste, die man hat, überhaupt mit Let's Encrypt und den ganzen Zertifikaten versorgen kann. Auch so ein Beispiel für diesen Turm, der hat das zum Beispiel gar nicht. Das heißt, da gibt es kein SSL, da kann man keine Namen nehmen, da muss man immer die IPs tippen. Dann gibt es ganz viele von euch vielleicht, die das auch mal gemacht haben, VPN-Server einzurichten. Dann gibt es Mail-Server, DNS-Server, NTP-Server, WLAN-Controller, Videoüberwachungsserver, auch ein Beispiel, was auf dem ersten Bild drauf war. Und ich selbst habe auch noch, Schande über mein Haupt, einen Scan- und Drucker-Server zu Hause auf dem Raspberry Pi Zero. Und da ist das Kompilieren so ein Problem. Deswegen ist das auch ein Vortrag an mich selbst, was ich demnächst mal aufräumen sollte, um das loszuwerden. Auf diesem Beispiel sieht man gleich der Grund gegen diesen Vortrag, weil es gibt auch Gründe für den Raspberry Pi, warum man den weiterverwenden sollte oder könnte oder müsste. Das eine ist das linke Bild, da sieht man das. Da ist ein Relais dran angeschlossen. Dafür braucht man halt wirklich diese Pins. Die sind an einem anderen, was ich nachher vorstelle, schwer zu finden meistens. Deswegen lohnt es sich da schon, aber da muss man A, meistens nicht den neuesten für haben, und B, braucht man nicht auch für jedes Relais einen neuen Raspberry Pi, sondern da gibt es auch so Möglichkeiten, das ein bisschen anders zu bauen. Auf dem anderen Bild rechts sieht man, das ist ein Bild, das ist so ein ADS-B-Empfänger, hat man vielleicht auch schon mal gehört, für die Flugzeugdaten, die so bei Flightradar und so dargestellt werden. Hier auch auf dem Raspberry Pi 1, der noch so rumlag. So wie es da ist, gibt es das jetzt leider auch nicht mehr, weil da kam auch ein bisschen was dazu, und dann reichte ein Raspberry Pi 1 nicht mehr, da musste man ein Vierer nehmen, bis zu einem Gewitter, wo das Gehäuse ein bisschen mit Wasser gefüllt worden ist, und dann hat er die Lust da auch so ein bisschen verlassen, bei den aktuellen Preisen. So, dann gibt es Möglichkeiten als Alternativen. Ich habe mir aufgeschrieben, andere Mini-Computer-Platinen, Banana Pi und wie sie alle heißen, gibt es ganz vieles Bestimmtes. Ich gehe so ein bisschen in die Richtung der Virtualisierung. Und da habe ich mir aufgeschrieben, es soll auch Leute geben, die stellen sich ein gratis Blade Center ins Wohnzimmer. Symbolbild. Kann man machen, sind halt 200 Kilo E-Schrott, die man auch wieder wegräumen muss, wenn die Stromkosten wie jetzt gerade so ein bisschen angestiegen sind. Auf der linken Seite sieht man aber auch, man kann da auch durchaus Desktop-Rechner für nehmen, die da ein bisschen größer sind. Das ist jetzt ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, wenn man damit rumspielt und das auf den Kühlschrank stellt. Da gibt es so manche Faktoren, die sowas nicht zulassen in gemeinsamen Wohnungen, deswegen ist das nicht für jeden was. Dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, quasi einen Raspberry Pi zu vermeiden. Das ist übrigens auch von dem Besitzer des ersten Turms auf der ersten Folie quasi hier. Da ist es einfach so gemacht, da wurden NTPA-Gehäuse, wer kennt sie noch, ne? Zeitweise noch eingesetzt, hier wird weniger langsam, habe ich gehört, in Deutschland, wurden einfach mit Mikrocontrollern aufgebohrt. Und anstatt sich immer ein Gehäuse selbst zu bauen, wurde einfach gesagt, ich nehme das Gehäuse, was ich seit 30, 40 Jahren kenne, keine Ahnung, wie lange es die Dinger gab, und baue das da ein. Ganz links ist auch ein ESP mit so einem Relais, das heißt, das eine Bild, was ich gezeigt habe von dem Raspberry Pi mit diesem Relais, das ist in so einem kleinen Teil abbildbar. Das ist jetzt natürlich ein bisschen größer, aber vom Maßstab, aber das ist Daumengröße, nicht viel größer. Das tut das auch. Da muss man nicht so groß bauen. Genau, aber meistens
ist es dann halt besser, dass man sich eine Mischung baut, weil manchmal braucht man Relais und manchmal braucht man aber auch sowas wie die ganzen Software-Sachen, die ich vorhin erwähnt habe. Deswegen habe ich hier mal einfach mal gezeigt, wie ich das zu Hause gemacht habe. Auf dem linken Bild sieht man so einen kleinen Technikturm in so einem Netzwerkschrank. Die untersten beiden Sachen kann man ignorieren, die sind aus Energiespargründen schon mal aus, die brauche ich nicht mehr. Darunter kommt ein Gerät, auf das ich gleich eingehe. Dann kommt ein kleiner 1-Liter-Computer, auf den ich nochmal eingehe. Und dann kommt einfach ein kleiner Router, auf den ich nicht eingehe in diesem Vortrag. Aber es sind halt nur noch drei Geräte. Eins davon könnte ich schon mal wegtun. Man müsste sich halt mal drum kümmern, softwaretechnisch das mal kurz umzuziehen. Habe ich jetzt vor dem Vortrag nicht geschafft, aber das mache ich dann nachher nochmal, um Strom zu sparen. Auf dem rechten Bild sieht man nochmal so ein Raspberry Pi, wo so ein Relais-Header drauf ist. Das ist tatsächlich, den kriege ich nicht wegmigriert, auch wenn ich es gerne hätte, weil der funktioniert einfach zu gut. Weil bei dem in der vorigen Folie, dieses kleine Teil, da habe ich manchmal das Problem, dass der im WLAN einfach nicht mehr erreichbar ist. Und wenn ich dann meinem Handy sage, mit dem Sprachbefehl, mach mal das und das, dann dauert es einen Augenblick und dann sagt das Handy, habe ich nicht erreicht. Und das nervt dann total und deswegen habe ich den nicht weggetan, weil der funktioniert einfach zu gut. An dem rot-orange-weißen Kabel, was man da unten dran sieht, da hängt nämlich der Türöffner dran. Und wenn man dann den Pizzaboten bestellt hat und nicht so schnell aufstehen mag, dann kann man dem Handy schon mal sagen, mach schon mal die Tür auf. Ich mache mich auf den Weg, bis er oben in der Etage angekommen ist. Genau. Das Gerät, was hier zu sehen ist, darauf gehe ich jetzt ein bisschen ein. Das habe ich in der Beschreibung des Vortrags auch schon mal gemacht. Und zwar bin ich da so ein bisschen zufällig rangekommen. Das lag bei uns im Schrott. Das war eine alte Firewall von irgendeinem Anbieter, muss ich jetzt namentlich ja nicht nennen, kenne ich auch selber gar nicht vorher schon. Und die haben einfach einen Rechner genommen und ein kleines Gehäuse reingebaut. Das ist ein Pentium, 4-Kerner, hat 8 GB RAM gehabt, DDR3 und eine drehende Festplatte. Und das lag im Müll, wurde nicht mehr genutzt und habe ich gesagt, das ist aber schade, das gucke ich mir nochmal an. Habe dann auch ein bisschen damit rumgespielt, weil ich da Virtualisierung drauf ausprobieren wollte, weil das ja stromsparend ist. Und vor allen Dingen, auf dem rechten Bild sieht man das, das hat einen riesigen Deckel, der die komplette passive Kühlung der CPU übernimmt. Das heißt, das Gerät ist, wenn die Festplatte nicht gesteckt ist, lautlos. Da dreht sich nichts. Das ist echt super. Auch wenn es nicht viel Leistung hat, aber für die meisten Dienste, die so ein Raspberry Pi macht, lohnt das komplett, weil das übernimmt er einfach und der macht noch ein bisschen mehr. Ich habe da eine SSD angeschlossen. Habe mich gefreut, wollte das System installieren und habe gemerkt, das BIOS hat ein Passwort. Da ist es ein bisschen runtergegangen bei mir, aber das Internet hilft einem da. Der Hersteller war nett genug, irgendwo mal dieses Passwort zu hinterlassen, sodass ich diesen Rechner jetzt wie jeden normalen Rechner einfach weiter benutzen kann. Den habe ich bis vor kurzem benutzt. Habe dann gesagt, ach, ich mache jetzt so einen Vortrag, ich gönne mir mal was, ich bestelle mal das, was die anderen alle so benutzen, die sowas nutzen. Und habe mir einen sogenannten 1-Liter-PC gekauft. Den sieht man hier im Vergleich mit einer Maus. Jetzt in dem Beispiel ist es der von Lenovo. Es gibt die auch von Dell und allen anderen möglichen. Die sind auch sehr beliebt, wenn man mal guckt unter dem Reddit-Post HomeLab. Da sind die ganz doll beliebt, weil die schön wie 19 Zoll Server, nur kleine halt zu Hause schön stapelbar sind. Oder ja, also es gibt Leute, die haben da schöne Bilder, kann ich nur empfehlen, mal zu gucken. Das eskaliert ganz schnell. Man kann auch gut skalieren. Man kauft sich einfach nochmal einen nach. Die haben, deswegen habe ich das Bild rechts rausgesucht, das ist leider nicht den, den ich habe, sondern den habe ich für ein anderes Projekt gekauft. Ich habe kurz überlegt, ob ich den tausche, weil, was man auf dem Bild sieht, der hat eine SSD, die da eingebaut ist und die ist wirklich verdammt schnell. Also da habe ich 3000 Megabyte die Sekunde Schreib- und Lesegeschwindigkeit gesehen und das ist im Vergleich zu einer eingebauten SSD per SATA schon eine ganz andere Geschichte. Liegt ungefähr bei 180 € so eine Kiste, hat dann eine 6. Generation i5 drauf, so. Wenn man Glück hat, kriegt man auch 16 GB RAM zu und eine 256 GB SSD. Das Windows 10 Pro ignoriere ich jetzt einfach mal weg. Das wird wahrscheinlich eh keiner benutzen, der das sinnvoll nutzen möchte. Aber zum BIOS-Updaten und so kann man das vielleicht mal kurz verwenden. Genau, wenn man sich sowas kaufen will, sollte man darauf achten, dass die CPU die VTD und die VTX-Unterstützung hat, damit die Virtualisierung nachher auch gut klappt. Das kann man bei Intel auf der Webseite einfach nachgucken, wenn man da jetzt... Bei AMD natürlich auch, kann man einfach den Namen der CPU eingeben und dann gibt es so eine Liste und dann kann man gucken, ob diese beiden Punkte erfüllt sind. Genau, gut zu warten ist ja, man sieht, die Klappe ist einfach aufzumachen, man kommt da ran. Ich habe das noch ein bisschen weiter gesponnen und habe gesagt, ich möchte das mal an Solar probieren. Jetzt läuft das Video schon. Man sieht rechts im Video ganz unten den aktuellen Verbrauch und da startet der gleich einmal. Da geht der Verbrauch jetzt einmal hoch. Und gleich pendelt er sich wieder ein, wie auf dem Bild in der Mitte zu sehen.
dass er so ungefähr bei 8 Watt liegt. Genau, jetzt ist er durchgestartet, ist er quasi auf 8 Watt Durchschnittsverbrauch. Das System ist gestartet, da laufen noch keine Dienste drauf. Das habe ich gemacht, das sieht man links auf dem Bild. Ich habe mir so einen gewinkelten Stecker besorgt für das alte Lenovo-Netzteil. Das habe ich hier an dem Gerät auch so. Hier ist er andersrum, von dem eckigen auf den runden und da ist er quasi von dem runden auf den eckigen. Und das Kabel davor ist ein USB-C-Kabel, was quasi dem Adapter am Solar-Akku von mir quasi sagt, gib mir mal 20 Volt. Und damit kann ich quasi direkt diesen Rechner an Solar betreiben. Und das funktioniert mit manchen Notebooks auch. Das habe ich mal ausprobiert. Was mir da leider noch fehlt, ist, dass ich das umschalten kann. Das heißt, wenn mein Akku zu Neige geht, geht leider der Server aus und das habe ich noch nicht in meine Backup-Planung integrieren können. Da habe ich noch eine Idee, wie man das machen könnte mit dem Umschalten. Das ist leider noch nicht fertig. Das heißt, wenn man sowas machen möchte und man plant vielleicht sowas, dann würde sich eher ein Notebook dafür anbieten als so ein kleiner PC. Genau, dann habe ich hier einmal eine kleine Live-Demo zeige ich gleich einmal. Da habe ich einmal als Beispiel hier gemacht, den Stromverbrauch zu messen für die Live-Demo. Da habe ich hier einfach so ein Strommessgerät zwischengehängt. Von Shelly in dem Fall. Das sieht man, der hat einen Screenshot von vorhin, wo ich das vorbereitet habe. Im Vergleich, also der alte Rechner hier ist jetzt bei 40 Watt gewesen mit einer Virtualisierung drauf, die ich da verwendet habe für solche Geschichten, die ich gerade schon erwähnt hatte. Das ist halt nicht so effizient, aber man könnte das auch benutzen. Genau, ich gehe mal aus der Präsentation raus. Und gehe mal auf eine Maschine. Jetzt muss ich mich mal umdrehen hier. Das ist jetzt auch eine virtualisierte Maschine hier schon auf diesem Gerät. Und darin habe ich vorbereitet diese Virtualisierungslösung, die ich benutzt habe. Da hat Stefan schon Vortrag zu gehalten gestern. Gestern, genau. Einfach mal nachgucken im Programm. Der erklärt das quasi, deswegen gehe ich da jetzt nicht im Detail drauf ein. Da logge ich mich jetzt einfach mal ein. Kann mir dann hier meine Maschinendaten angucken und habe hier schon mal vorbereitet eine virtuelle Maschine mit einem Beispiel-Setup, wie man zum Beispiel auf so einem Raspberry Pi so ein Softwareprojekt aufsetzen würde. In dem Fall jetzt Vicuña, was ein super tolles To-Do-Liste ist, die ich an der Stelle empfehlen kann für sowas. Also wenn man mal rumbasteln will, das ist ein Tipp, den kann man sich immer mal reinziehen, ist sehr hilfreich. Dann gibt es hier, warum der auch nicht automatisch startet, weiß ich nicht. Muss ich nochmal einstellen, habe ich vergessen. Gleich mal ändern. Der sollte eigentlich starten. Genau, dann wollte ich sogar noch mal einen Hyper-V zeigen, um den zu starten, aber das habe ich leider nicht hingekriegt, da ist er vorhin ein bisschen in die Knie gegangen. Genau, wenn der jetzt gleich gestartet ist hier, dann kann ich nämlich das, was so eins dieser Hauptprojekte ist, was die meisten machen, die Werbung wegzufiltern. Und im besten Fall sehen wir wahrscheinlich gleich nicht mal die Webseite. Ist die Maschine schon hochgefahren? Natürlich jetzt schlecht vorbereitet. Server not found. Nee, also gut, wenn man den ganz wegfiltern will, ist natürlich auch eine Option dafür. War jetzt aber nicht der Vorführeffekt, den ich mir gewünscht hatte. Ups. Gut, das Beispiel, was ich zeigen wollte, wäre, dass so wie man das aufsetzen würde nach einem Tutorial, ich habe mir einen Raspberry Pi gekauft, damit ich so einen Werbefilter einsetzen kann. Den habe ich jetzt quasi dediziert hingepackt, nehme den nächsten Raspberry Pi, mache mein Flugzeugtracking, mache meine Nextcloud und so weiter und so fort. Das kann ich in so einer Lösung einfach virtualisiert, ganz einfach grafisch zusammenklicken und habe bei einem Gerät, was ungefähr 180 Euro kostet, im Vergleich zu einem Raspberry Pi, der ungefähr, grob geschätzt, 100 Euro kostet, plus Adapter, plus Netzteil, plus eine externe Festplatte, plus ein HDMI-Adapter und ein Gehäuse und die Kühlung und so weiter und so fort. Und dann hat man so einen Knäuel auf dem Tisch liegen. Da ist es manchmal einfach schöner, wenn man so einen 1-Liter-PC hat. Okay, es lädt sehr langsam, aber normalerweise sagt er einem gleich, dass es gar nicht angezeigt wird, weil man gar keine Werbung zulässt. Ich erspare euch das jetzt am besten einfach mal. Und versuche das einfach mal mit einer anderen Sache.
Aber das ist sehr langsam. Das können wir mal gucken, ob wir die auf die Oberfläche kommen. Nee. Also irgendwas klappt mit meiner Demo leider nicht. Normalerweise sagt die Webseite jetzt, ich kann dir keine Werbung anzeigen und deswegen kann ich dir gar nichts anzeigen. Leider wurden wir nicht verschont. Das ist in der Demo leider jetzt nicht funktional gewesen, aber wir können uns zumindest hier die To-Do-Liste angucken. Das kann man sich dann jetzt natürlich vorstellen mit allen möglichen anderen Anwendungen, die man auf so einem Raspberry Pi ausführen kann, die kann man da jetzt quasi auch einpacken. Am Beispiel von Pi-hole zum Beispiel nehme ich einfach ein Docker-Image. Das gibt es nämlich auch, anstatt dass man ein vorkonfiguriertes Image für den Pi nimmt. Das spiele ich mir in die Virtualisierung, passe das entsprechend an und habe das Gleiche erreicht damit. Und beim Stromverbrauch haben wir ja gesehen, also wenn ich das jetzt bei mir zu Hause laufen habe, bin ich ungefähr, schätze ich mal, bei 10 bis 15 Watt maximal. Und der Raspberry Pi 4 mit dem Standardnetzteil, was man schnell auslastet, ist auch bei 15 Watt maximal. Das heißt, ich habe viel mehr Ressourcen noch zur freien Verfügung und bin beim gleichen Stromverbrauch in etwa. Und vom Platzbedarf hat man ja gesehen auf der einen Folie, das ist jetzt ungefähr so groß wie zwei Raspberry Pis, wenn die keine Kabel drumherum gesteckt hätten. So. Gut. Und ich kann auch nur empfehlen, ein bisschen aktuellere Hardware zu nehmen als ich hier. 10 Jahre alte Hardware ist was Gutes fürs grüne Gewissen, aber auch nicht schnell. Das funktioniert nicht so gut. So. Ich glaube, ich wäre soweit durch und wäre offen für Fragen. Okay, alles klar. Online haben wir bisher noch keine Fragen, aber ich bin sicher, hier der Raum ist... Gerne auch Anregungen, wir können das noch strecken. Platz vor Fragen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du mit Proxmox die Raspi-Projekte virtualisiert in K5-Containern oder wirst du das gemacht? Jein, also... Die Frage jeweils. Ja, genau. Also die Frage war, ob ich mit Proxmox die Projekte virtualisiert habe, also die einzelnen Projekte virtualisiert habe und ob ich dafür die KVM-Virtualisierung genommen habe oder die Linux-Container-Virtualisierung. Und ich habe das gemacht. Leute, benutzt eine Subscription, dann müsst ihr diese Nachricht nicht wegklicken. Ich habe das gemacht, indem ich hier die Container-Virtualisierung genommen habe, weil ich in dem Proxmox ja quasi einen Linux-Kernel habe und wenn ich eh sowas wie Docker nutze, mache ich es da nur aus Bequemlichkeit, dass ich für jedes Projekt einen neuen Container anlege, wo ich eine Container-Virtualisierung drinnen laufen lasse, weil es bequemer ist. Man könnte auch einen Container machen und da alles drinnen machen, aber ich bin da eher so der mal was kaputt spielt. Und da gibt es immer diesen wunderschönen Knopf, wenn man das behalten möchte. Oh, ja. Den Backup-Knopf. Und der hilft einem manchmal ein bisschen aus der Patsche. Da habe ich gerade auch das eine Projekt, von dem ich vorhin sprach, wofür ich so ein Gerät besorgt habe. Da sind wir jeden Morgen dabei, das laufende Image von gestern wieder einzuspielen und die Maschine, die wir davor benutzt haben, wieder runterzufahren, weil es einfach besser funktioniert, als den unwartbaren Code da drinnen mal zurechtzuklöppeln, weil die Leute verschollen sind. Das ist genau die Lösung. Wenn man eine KVM-Virtualisierung nehmen würde, würde man immer den kompletten Betriebssystemkern mitlaufen lassen und das braucht man bei den Projekten nicht. Das heißt, die Effizienz erhöht sich da einfach dadurch, dass wir das in so einem Linux-Container machen. Ich könnte jetzt, genau, das ist der Vorteil gegenüber einem Raspberry Pi, ich könnte jetzt, mache ich sogar an einer Stelle, komischerweise, ein Windows 10 damit drauf virtualisieren und dann da aus der Ferne drauf zugreifen für so Dinge, die man doch mal vielleicht braucht. Das heißt, wer auf seinem Gerät mal das Dual Boot einsparen möchte, der könnte auch auf so einer Maschine sich ein Windows 10 mit drauflegen und das bei Bedarf dann über die Web-Oberfläche ganz bequem starten. Ich wiederhole die kurze Anmerkung. Oder man nimmt sich ein Raspberry Pi und installiert darauf Proxmox. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber ich bin da auf Experimente gespannt. Ob die Performance stimmt, weiß ich nicht. Ja, genau, einer der Vorteile, genau, die Performance wird wahrscheinlich nicht so gut hinhauen, aber einer der Riesenvorteile bei dieser Methode ist übrigens auch, dass die SD-Karten, die man so günstig bei einem Discounter kaufen würde, wie ich auch bei dem ersten Foto wieder darauf verweisen kann, dass die nicht so gut sind als SD-Karten, da ist es mit einer SSD wesentlich schneller und wesentlich langlebiger. Vor allem kann man da auch mal ein RAID einbauen, ohne dass man eine USB-3-Party feiert. Genau. Kleine Anmerkung meinerseits noch. Also ein klassisches Projekt, was man jetzt zu Hause auch hostet, ist ja auch Nextcloud, was vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Und jeder, der sowas schon mal auf dem Raspberry aufgebaut hat,
weiß, wie träge Nextcloud sein kann auf dem Raspberry. Und da sind diese Mini-PCs auch echt ein Traum. Also besonders mit der Datenschreib- und Lesegeschwindigkeit der angeschlossenen NVMe-SSDs. Das funktioniert deutlich besser. Ich wiederhole das nochmal kurz zusammengefasst. Also wer Nextcloud schon mal auf Raspberry Pi benutzt hat, der weiß, dass so eine Lösung viel performanter ist, gerade bei so welchen Anwendungen, als das auf dem Raspberry Pi zu machen. Nochmal eine Verständnisfrage. Der Proxmox ist jetzt quasi eine GUI, um Docker-Container zu steuern. Jein, also es ist eine Vollvirtualisierung, also kannst du damit richtig virtualisieren. Aber jetzt in dem Fall nicht. Genau, es ist für mich nur die einfache Schicht dazwischen, Docker nicht mit den dafür gewollten Tools so zu benutzen. Kubernetes oder andere Dinge. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil da nicht am Grunde Kubernetes. Vielleicht ist das mein Windows XP, was man mir irgendwann mal wegnehmen muss. Schießt du die Mini-PCs auf eBay gebraucht oder kostet die was? Die sind tatsächlich gebraucht. Sechste Generation ist ungefähr die Mitte jetzt, weil jetzt ist die zwölfte Generation schon draußen. Wenn man sich jetzt an der Intel jedes Jahr eine CPU ungefähr rausbringt, Reihenfolge orientiert, neu kostet sowas ungefähr in der Leistungsklasse, schätze ich mal, zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Okay. Allerdings, wenn du guckst, für 180 Euro kriegst du das, im Moment kriegst du ein Raspberry Pi nicht so gut. Ich kann nur empfehlen, damit erstmal anzufangen. Und wie gesagt, du kannst das ja modular hochgehen und du kannst mit dieser Proxmox-Lösung, wurde ja gestern auch schon gesagt, auch mehrere Server bündeln zu einem Cluster und damit quasi wieder hochskalieren. Das heißt, da, wo du dir so einen Raspberry Pi Tower bauen kannst, kannst du dir auch so einen 1-Liter-PC Tower bauen und dann auch die Generationen erweitern. Also da könntest du mal einen neueren dazu schmeißen oder anstatt einem älteren oder so. Aber die User-IT gibt es ja nicht mal bei eBay, ne? Also eigentlich bei allen. Im Internet kann man ganz viel diese PCs kaufen, bei ganz vielen Herstellern. Ich empfehle da vielleicht auch mal einen Überblick sich zu machen. Es gibt gerade in Deutschland sehr gute Firmen, die sowas refurbished, aufbereitet verkaufen. Und ich will ja auch keine Leute empfehlen, aber auch in Schleswig-Holstein gibt es so ein Unternehmen. Da kann man ab und zu mal gucken. Da ist ab und zu was dabei. Man muss da immer ein bisschen den Markt beobachten und auch gut vergleichen. Ne? Bei MyDeals ist auch wieder so ein bisschen Werbung jetzt, aber da ist das faulheitsmäßig, wenn du da so ein Bild siehst und ab und zu mal durchscrollst, jeden Tag zum Beispiel, wenn du morgens frühstückst isst und so, da kommt das gerne mal durch und das ist übrigens auch die Quelle, wo man noch Raspberries kriegt. Also ich kann nur empfehlen, morgens früh durchzugehen und wenn man dann da sieht, Raspberry-Angebot, einfach klicken, nicht lesen, klicken. Ne? Wenn man den erstmal in den Warenkorb hatte, ist man näher dran als alle anderen. Gerade wenn man das beruflich macht und das sowas gerade braucht, ist das wohl der Weg, wie man da noch rankommt. Ja, der Kollege versucht schon seit. Zwei kleine Anmerkungen und eine Frage. Erstens, ich habe auch so einen ähnlichen Weg gemacht von Raspberry Pi zum Mini-PC. Ich habe einen Zotac Z-Box oder Z-Box. Die gibt es auch in ganz verschiedenen Leistungsklassen. Eher so ein bisschen Consumer-Gerät, auch voll passiv, was ich cool fand. Das kriegt man, habe ich so für 130 Euro eher klein zeigen, mit SSD und Arbeitsspeicher bekommen. Das war ziemlich gut. Und ich sag mal, ab 6. Generation Intel, ich sag mal zwischen 6. und 9. oder 10. hat sich irgendwie so viel geändert. Von daher kann sowas vielleicht schon noch gut nehmen. Und noch eine Frage, ist das Loading passiv? Nee, also ich wiederhole das nochmal kurz fürs Mikrofon einmal kurz. Also du hast einen anderen PC von Zotac zum Beispiel, der auch passiv gekühlt war. Dann die 6. bis 10. Generation Intel, da hat sich nicht viel getan. So würde ich da auch so unterschreiben wahrscheinlich. Und dann, ob der Lenovo-PC passiv gekühlt ist, nee, der hat einen Lüfter drin. Vielleicht kaufe ich mir, bevor der mal auf Volllast läuft, einen zweiten. So, da muss man mal gucken. Aber da könnte man auch noch überlegen, also ich sammle schon gerade Kühlkörper von älteren PCs, so Pentium 4 oder so. Die hatten damals ein bisschen mehr Kupfer. Auch schwer zu bekommen, kann ich auch nur empfehlen. Um das vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung passiv zu kühlen. Aber da wäre ich vorsichtig, weil die sind doch schon ein bisschen filigran auf der Baugröße und du möchtest so ein bisschen Kühlung in dem Gehäuse haben. Da gibt es ja noch ein, zwei andere Bauteile, die da auch noch ein bisschen Wind haben möchten. Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich bin noch klassisch unterwegs mit dem Raspberry Pi für Pi-Hole und so einem Kram und einem Vierer für Nextcloud. Für meine Zwecke reicht das, also sicherlich bessere. Meine Frage ist aber, wie viel verbraucht nun dein Mini-PC? Weil meine beiden Raspberries sind relativ sparsam, irgendwie unter 20 Watt. Ja, also ich fasse das nochmal zusammen. Du hast einen Raspberry Pi und Raspberry Pi 4 mit Nextcloud und Pi-Hole jeweils und du bist ungefähr bei 20 Watt.
Und wie viel, die Frage war, wie viel meiner verbraucht. Also du hast gerade gesehen, nach dem Booten war er so ungefähr bei 8. Der ist später gekommen, glaube ich. Achso, das hast du nicht mitbekommen. Ich hatte vorhin eine Folie gezeigt, ich kann ihn nochmal aufmachen, Moment. Da sieht man das. Da läuft das Video gleich los. Da siehst du unten da gleich, wie er bootet. Da unten den Verbrauch in Watt. Und da sieht man einmal den Bootvorgang, dass er hochläuft und danach pegelt er sich bei 8 Watt ungefähr ein, ohne dass er was macht. Also diese Virtualisierungslösung, ohne dass sie was tut. Aber ich gehe davon aus, ich habe es wie gesagt so, ich schätze 10 bis 15 Watt, mehr ist nicht. So, und da, weil der einfach, so ein Pi-Hole weiß man ja, die Anfragen sind nicht die ganze Zeit meistens. Das heißt, da wird er auch nicht viel mehr höher gehen von der Grundlast. Und so eine Nextcloud, gut, wenn du jetzt drauf zugreifst, wird er hochgehen, aber dann geht er wieder auf so einen Mittelwert runter und da bleibt er auch. Während du ja bei den Raspberry Pis zwei komplette Systeme hast, die beide ihre Grundversorgung brauchen, bei dem hast du das halt nur einmal. Das ist halt das, warum ich sage, wenn du mehrere Projekte machst, dann stapel das lieber. Du kannst natürlich genauso auf dem Pi 4 zum Beispiel sagen, du installierst auch in der Docker-Technologie zum Beispiel auch dein Pi-Hole, deine Nextcloud und packst noch ein paar mehr Dienste drauf und sparst den Pi 3 ein. Das kannst du natürlich genauso machen. Nur das ist die Frage, wenn du jetzt deine Nextcloud und dein Pi-Hole gleichzeitig benutzt, wie weit funktioniert das dann noch? Da habe ich jetzt auch nicht die Erfahrung, aber das kann halt sein, dass du deinen schnellen Flaschenhals wieder kriegst. Na, ich kann zum Beispiel bei so einer Kiste, wenn du da einen WireGuard mit draufschmeißt, da hast du nie Probleme mit VPN. Das geht immer durch, was du in Deutschland als Internet noch bezahlbar kriegst. Ausgenommen ländliche Regionen, die gerade bevorzugt ausgebaut werden. Was ich, also ich benutze auch so einen Zotac oder Zotac Minicomputer, also weil ich den günstig bekommen habe. Und zumindest bei Zotac ist es möglich, im BIOS oder in diesem neuen grafischen Clicky-BIOS einen Autoboot einzustellen, dass der Computer sofort hochfährt, sobald Strom vorhanden ist, was im Vergleich zum Raspberry echt ein großer Vorteil ist. Weil manchmal fällt ja hier und da Strom aus oder es gibt einen kurzen Schluck auf oder sowas in der Art. Und das ist, was was die Wartung angeht, deutlich angenehmer, wenn die Kiste halt von alleine wieder neu startet. Ich fasse das kurz zusammen. Du hast auch so ein Zotac und da hast du eingestellt, dass der Rechner bei Strom an dem Stromanschluss automatisch wieder startet, weil wenn der Strom mal ausgefallen ist, würde er es normalerweise nicht tun. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man vielleicht bedenken soll. Also ich kenne das noch, dass wenn du keine Tastatur angeschlossen hast, dass er dann sagt, drücke F1, um weiterzumachen. Sollte man auch aufstellen. Genau, dass man darauf achtet. Ich kann auch nur empfehlen, alles abzuziehen bis auf den Monitor und das 2-3 Mal auszuprobieren, bevor man so ein Ding den Rücken zukehrt. Zu deinem Vortrag, da war das nämlich genau das Gleiche. Was kann passieren, wenn man so eine Virtualisierung einsetzt? Ich kann aus eigener Erfahrung davon sprechen, man sollte nicht an seinem einzigen Netzwerkinterface rumspielen, wenn das Ding in Nürnberg in einem Rechenzentrum steht, wenn man nicht genau weiß, was man tut und die Dienste, die gerade noch darauf laufen, gerade auch benötigt. Sonst wird es eine sehr kurze und sehr schwitzige Nacht, die man durchleben muss, um das wieder hinzubekommen. Das sind so ein paar Sachen, die muss man natürlich bedenken, aber genau dieses typische, wenn der Strom wieder da ist, fahren die Maschine automatisch wieder hoch. Das gibt es natürlich dann. Das mit der Tastatur war da noch. Was gab es da noch Schönes? Also, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Also im BIOS, da sammelt man seine Erfahrung quasi damit. Beim Raspberry zum Beispiel kann man es ja auch nicht machen, dass man den auslässt. Also bei den Maschinen könnte man das wahrscheinlich auch machen, dass man, wenn man jetzt mehrere hat und die braucht man gerade nicht, dass man die über Wake on LAN quasi dann hochbootet, wenn man sie erst braucht. Dass man da einfach das Magic Packet schickt und dann fährt die Maschine hoch, die man gerade braucht. Also ich mache es im Rechenzentrum so, zum Beispiel da, das, was ich nicht brauche, ist abgeschaltet, weil das ein bisschen älterer Kram ist. Nicht das Blade Center, das ist entsorgt, keine Sorge. Das passte da nicht rein. Aber ähnliche Maschinen und die brauchen halt, wenn sie abgeschaltet sind, auch viel zu viel Strom. Also ich habe das gemessen, bei 50 Watt war ich bei so einem Enterprise-Gerät und da drehte sich kein Lüfter. Es war einfach nur die Platine, war mit Strom versorgt, dass sie aus der Ferne gestartet werden konnte. Und das ist der Grund, warum so eine Schaltsteckdose davor hängt, die das jetzt komplett ausschaltet. Und da mache ich es nämlich genauso, damit ich nicht erst auf die Fernverwaltung raufgehen muss und dann zu sagen, starten, habe ich das so gemacht, wenn Strom an der Maschine anliegt, starte die Maschine hoch. Weil du
gerade Firmenverwaltung meintest, wie sieht das mit IPMI dort auf diesen kleinen Computern aus? Ist da welche? Ich glaube, die haben kein IPMI, würde ich aber wahrscheinlich bei den Dingern auch nicht nutzen und ich versuche es auch zu vermeiden, außer bei so exotischen Maschinen, wo man es, wie ich gerade sagte, praktischerweise ab und zu nochmal gebrauchen kann. Es zeigt sich, dass die Geräte, die so günstig zu bekommen sind, meistens noch ganz ekelhafte Oberflächen haben bei so diesem System. Ich spreche da von Java und Internet Explorer sowieso, den man sich backpatchen muss, damit man irgendwelche tollen UIs angucken kann. Also ich hatte da irgendwie mal so eine exotische virtuelle Maschine, die nur für sowas war. Auch so ein Switch, der mal so eine Oberfläche hat. Also das, wenn das nicht was Gutes ist, was einfach gut funktioniert, würde ich das auch gar nicht benutzen und da lieber abschalten wahrscheinlich. Aber das kann man nicht erwarten. Das sind ja Geräte, die am Büro waren. Ich glaube, die haben das nicht. Also außer diesen Intel-Management-Kram. Und da, glaube ich, gibt es auch Diskussionen. Das kann man sowieso nicht haben, weil das wird nie ein vollwertiger PC, der dann auch wieder mit 20 bis 30 Watt Dauerleistung hat. Genau, das ist wahrscheinlich das, was bei meinem Enterprise-Gerät dann da den Hauptverbrauch mit ausmacht. Ja. Natürlich, wenn man das jetzt irgendwie bei sich mit einkalkuliert, ist das was anderes. Aber ich glaube, in dem Bereich, wo man das hier anwenden würde, wäre es eher ein kleinerer Maßstab. Genau. Okay. Online hatten wir keine Fragen, aber durchaus Aufmerksamkeit, so irgendwas zwischen 15 und 20 Zuschauer. Also hat auch da Aufmerksamkeit erregt. Ja. Schnell auf eBay. Ich glaube, die sind gerade alle unterwegs. Wahrscheinlich, genau. Das ist nämlich nachher auch wieder runtergegangen. Also ja, die waren alle schon am Stöbern. Okay, dann hast du also schöne Marktaktivität auf eBay hier jetzt losgetreten. Mein Code ist. Gut, ja. Ja, wenn keine weiteren Fragen und Anmerkungen sind, dann sagen wir vielen Dank und sonst kann man ja auf dem Flur sich vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Spart Strom.